Ja, und ich darf Sie heute sehr herzlich in Hattingen begrüßen und vielleicht kennt der ein oder andere mich noch aus den letzten Jahren, denn wir sind heute zum 11. Mal in Hattingen und 10-mal immerhin war ich dabei, sodass ich aus meiner Sicht schon sagen kann, dass sich das hier ganz toll entwickelt hat von den Anfangszeiten und dass wir unterdessen eine Veranstaltung haben, die schon Klang hat in ganz Deutschland. Ich selber komme ja eigentlich aus Bayern, das hört man wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch in Ostdeutschland arbeite. Und es ist für mich auch immer wieder ganz eindrucksvoll, wenn man hier in das Ruhrgebiet kommt und dann diese Industrieanlagen sieht. Das heißt, wir haben wieder eine sehr, sehr schöne Anlage, wo ich immer gerne wieder herkomme. Und ich muss sagen, dass ich natürlich auch nicht vergessen will, dass die COPD e.V. was geschafft hat, was nicht viele geschafft haben, nämlich die Selbsthilfe in der Lungenheilkunde nochmal auf ein höheres Level zu bringen. Selbsthilfe ist nämlich ganz was Wichtiges. Und hier ist Herr Lingemann für mich immer auch persönlich ein Vorbild gewesen. Warum? Weil Herr Lingemann, den ich schon seit über 15 Jahren kenne und auch selber betreuen durfte, hat eins gezeigt. Seine Lunge ist nicht toll, das wissen wir alle, aber er hat ein Ziel, er hat eine Vision, er hat etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist auch seine Familie, seine Aufgabe. Und er hat sich informiert, er nutzt alle Hilfsmittel, die so zur Verfügung stehen, um sein Leben lebenswert zu machen. Und sehen Sie mal, wie weit er gekommen ist. Das heißt, wenn wir das tun, was wir heute auch im Rahmen unserer Vorträge wollen, nämlich, dass man sich informieren kann, was können Sie tun, damit es Ihnen besser geht, das ist eine große Chance. Und dazu brauchen wir die Industrie, die nebenan in den Zelten Ihnen die Möglichkeit gibt, mal nachzusehen, welche Möglichkeiten der Geräte gibt es. Ich habe mir fest vorgenommen, anders als meine Großmutter, die immer gesagt hat, nee, mit einem Rollator gehe ich nicht raus. Also ich, wenn ich einen Roboter kriege, der mir zu Hause den Rücken krault, gerne, kann kommen. Also Geräte helfen uns weiter. Was die Bedeutung dieser Veranstaltung nochmal deutlich unterstreicht, ist aber auch, dass wir jedes Jahr wieder hervorragende Referenten haben. Und ich muss sagen, hier ist so ein bisschen im Laufe der Zeit die Creme de la Creme aller Pneumologen in Deutschland schon da gewesen. Und ich freue mich heute natürlich ganz besonders, dass wir den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Lungenheilkunde und Beatmungsmedizin da haben. Aber es sind auch viele Past-Präsidenten da, auf jeden Fall immer Chefs großer Lungenkliniken. Und ich möchte es nochmal betonen, Sie kommen heute in Ihrer Freizeit unentgeltlich. Und warum? Weil wir Ärzte sind und wir wollen, dass wir das, was wir tun, zu Ihnen rüberbringen. Wir machen unsere Medizin nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, sondern wir stehen immer da, um für Sie zu kämpfen, dass die Krankheiten besser werden. Und weil wir gerade geklatscht haben, möchte ich nochmal einen Dank richten an die Familie Lingemann. Denn natürlich ist es keine One-Man-Show, sondern zwei Söhne, eine Ehefrau. Und ich möchte Sie jetzt gleich zum ersten Thema bitten, und zwar, was ist eigentlich die Erkrankung COPD, Lungenemphysem? Sie sehen noch Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und so Mischtype. Was ist das eigentlich? Und im Prinzip sollte man immer mal beim Anfang beginnen und sich überlegen, wie funktioniert das eigentlich überhaupt beim Gesunden? Wofür ist die Atmung überhaupt da? Und hier sehen Sie was, nämlich eine Kerze, die brennt. Und wenn sie Sauerstoff kriegt, brennt sie höher. Wenn der Sauerstoff fehlt, geht sie aus. Das heißt, das wesentliche Aufgabe der Atmung ist es, Sauerstoff zu bekommen, der im Körper verbrannt werden kann. Wir brauchen also Sauerstoff, wir sind süchtig danach von Geburt an. Ohne Sauerstoff funktioniert nichts. Was machen wir?
Nun, wir nehmen diesen Sauerstoff und hier sehen Sie so einen Mann, der rennt und Sie sehen den Sauerstoff und das sind die Dinge, die verbrannt werden. Ich verbrenne am liebsten Fett, wenn ich laufe, ich bilde es mir wenigstens ein. Und was dann entsteht, ist wie bei jeder Verbrennung, es entsteht Abgas. Das Abgas, das entsteht, ist das Kohlendioxid. Wir müssen also Sauerstoff einatmen, um zu verbrennen. Und wir müssen irgendwie das Abgas auch wieder loskriegen. Und weil das Thema Sauerstoff so wichtig ist, werden wir heute noch Herrn Professor Wort hören, der hier über Sauerstofftherapie nochmal extra sprechen wird und Ihnen das genauer erklärt. Wie kommt jetzt der Sauerstoff dahin, wohin soll? Nun, wir sehen hier, müssen es mal einatmen über die Atemwege in die Lunge. Und das kann man hier in diesen Zahnrädern so sehen, wie das ineinander greift. Weil in der Lunge muss das Herz und das Kreislaufsystem irgendwie den Sauerstoff abholen. Das ist das zweite Rad. Das muss sich genauso gut drehen können wie die Lunge. Und dann ist ganz wichtig, dass wir hier unten aber eigentlich den Muskel haben. Das sind die wichtigsten Organe, die sehr viel Sauerstoff verbrennen. Wie gut der Muskel funktioniert, macht auch aus, wie viel Abgas entsteht. Haben wir gute Muskeln, brauchen wir weniger Sauerstoff, produzieren wir weniger Abgas. Denn das Abgas, das CO2, muss ja dann wieder zurück und über die Lunge wieder weggeatmet werden. Also es ist wichtig auch für uns, dass alle drei Kreisläufe richtig gut zusammenwirken, aber wir wollen uns ja heute mit der Lunge beschäftigen. Nun, wie kommt die Luft in die Lunge? Relativ einfach, nämlich über so ein Röhrensystem. Und hier sehen Sie die dicken Röhren, das ist die Luftröhre. Und dann wird es etwas feiner, das ist der Bronchus. Und dann wird es ziemlich fein, das ist der Bronchiolus. Und am Schluss landet es im Lungenbläschen. Nun, die großen Röhren haben ein bisschen Knorpel drin, damit sie schön weit bleiben. Und Sie können sich das vorstellen, wenn Sie mal Ihre Nasenflügel angucken. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten atmen ohne Nasenflügel, dass da Knorpel drin wäre. Da würde die Luft wegbleiben. Und das werden wir nachher sehen, dass durch die Krankheit, wenn die Stabilität der Bronchien beeinträchtigt ist, eben auch die Luft wegbleiben kann. Also wie ein Röhrensystem funktioniert, und da habe ich Ihnen einen Film mitgebracht, wo man das mal sehen kann. Hier geht es runter in die Luftröhre, da teilt sich es auf, dann teilt sich es nach unten. Es wird immer feiner, noch mal feiner. Und jetzt gucken wir quasi auf die Lungenbläschen. Jetzt ist die Luft da, wo sie hin soll, nämlich sie kommt hier über die Wege in die Lungenbläschen. So sieht das aus. Und das hat die Natur wie immer sehr schlau gemacht, nämlich die Wand von diesen Lungenbläschen, sehen wir hier mal im Mikroskop, die ist wirklich richtig dünn. Das heißt, wenn wir hier Blutgefäße drumherum legen, um die Wand, dann hat es der Sauerstoff wirklich nicht weit. Der kann sozusagen durch die Wand durch und im Blut dann abgeholt werden. Und so sieht sowas im Elektronenmikroskop aus. Das heißt, hier ist dieses Lungenbläschen mit der Luft drin, hier ist gleich daneben das Blutgefäß und jetzt muss der Sauerstoff ins Blut wandern und das Kohlendioxid aus dem Blut wieder raus. Wenn man sich das überlegt, wird es einem eigentlich auch klar, dass wenn die Lungenbläschen plötzlich vernarben, dicker werden, wenn die gestört sind, dass das dann nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, der Sauerstoff kann zwar in der Lunge sein, aber er geht nicht mehr so gut ins Blut. Und von Blut muss er ja an die Organe transportiert werden. Also hier haben wir auch einen Mechanismus, der gestört sein kann. Jetzt haben wir das Röhrensystem, da kommt die Luft in die Lunge. Jetzt haben wir die Bläschen, die koppeln das ans Blutsystem an. Jetzt brauchen wir einen Motor, der das Ganze antreibt. Und dieser Motor ist die Atmung. Sie sehen hier, beim Einatmen zieht das Zwerchfell nach unten, das heißt, der Raum hier drin wird größer. Wir atmen ein, die Lunge öffnet sich. Alles, was im Brustkorb ist, also auch die Bronchien, werden weiter. Also wenn ich einatme,
wird die Lunge weit. Wenn ich ausatme, hier dargestellt, dann drücke ich natürlich alles, was im Brustkorb ist, ein bisschen zusammen. Und der ein oder andere kennt es, weil wenn es sehr eng wird, dann fängt es an zu pfeifen. Das heißt, beim Einatmen haben wir ganz gute Möglichkeiten, beim Ausatmen kann es sein, dass die Atemwege Musik machen, weil sie zu eng sind. Das Ausatmen fällt immer schwerer. Aber kommen wir nochmal zurück zum Muskel. Dieser Muskel muss sich gut bewegen können. Und hier sehen wir mal diese schönen Bilder, wo mal jemand gefilmt worden ist unter der Bildgebung, dass wir gesehen haben, hier bewegt sich das Zwerchfell hoch und runter. Und das ist das schlagende Herz, was sich immer füllt und pumpt. Jetzt haben wir diesen Gesunden mal belastet. Jetzt muss er mehr atmen und Sie sehen, wie weit nach unten das Zwerchfell, wie weit nach oben, wie weit nach unten es geht. Wenn wir dem Zwerchfell diese Bewegung einschränken, auch dann kann man sich gut vorstellen, entsteht Luftnot. Was sind nun die Krankheiten, über die wir heute sprechen wollen, wo diese Systeme gestört sind? Und da gibt es die sogenannten obstruktiven Erkrankungen. Das ist immer dann, wenn die Atemwege eng geworden sind, zu eng, dass die Luft richtig durchgehen kann. Und dazu gehört die COPD, das Emphysem, aber natürlich auch zum Beispiel das Asthma bronchiale. Das soll nicht unser wichtiges Thema sein, aber wir werden am Schluss noch mal kurz drauf zurückkommen. Fangen wir mal mit der COPD an. Nun, die COPD ist zumindest eine Krankheit, die häufig ist. Und wir haben ganz schön lange gebraucht, wenn ich meinen Studenten immer sagen wollte, wie häufig ist das eigentlich, dann wusste ich das gar nicht, weil man gar keine Erfassungen hatte. Aber wir wissen doch heute ganz gut, dass immerhin 260 Millionen Erwachsene davon betroffen sind. Also schon eine relevante Erkrankung. Dann gibt es einen Haufen Ursachen und es gibt natürlich Ursachen, die durch den Beruf sein können oder durch die Umwelt bedingt sein können und deswegen haben wir die alle aufgeführt. Aber was ist die häufigste Ursache? Das Zigarettenrauchen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Basis immer das Rauchen möglichst lassen. Und ich möchte Ihnen das jetzt hier nochmal zeigen, in diesem kleinen Filmchen, was beim Rauchen passiert. Jetzt hat er den Rauch inhaliert. Jetzt gucken wir von unten mal in die Bronchien rein. Und da kommt ja schon der Qualm und verstreut sich und trifft auf die Zellen, die dort sind, die Immunzellen. Und die schütten dann Entzündungsbotenstoffe aus, verschiedener Art. Man kann diese Entzündung, je nach der Art der Zellen, die da sind, etwas genauer unterscheiden. Das ist aber jetzt für Sie, für die Praxis nicht so wichtig, sondern eher für uns wichtig, wenn wir uns überlegen, welche ist die beste Behandlung. Wichtig für Sie ist, dass die Entzündung entsteht und durch das Rauchen eben mit ausgelöst wird oder andere Schadstoffe. Und hier ist das nochmal dargestellt, wir haben irgendwas, was schadet, dann entsteht eine Entzündung und es entsteht der Lungenschaden und das ist das, was Sie merken, nämlich es wird zu eng, es gehen die Bläschen kaputt und wir haben zu viel Schleim. Warum haben wir eigentlich zu viel Schleim? Nun, Sie können sich alle vorstellen, wenn Sie sich mal aus Versehen in die Backe gebissen haben, dann entsteht mehr Spucke als Schutz. Und wenn Sie mit der Zigarette quasi in die Bronchien beißen, dann entsteht mehr Schleim, auch als Schutz. Es gibt noch andere Mechanismen, aber das ist eben wichtig, dass das, was schädlich ist, eben dazu führt, dass auch mehr Schleim entsteht. Und hier schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sehen Sie so einen ganz kleinen Mini-Bronchus, der keinen Knorpel mehr hat. Und der wird offen gehalten, weil er mitten in der Lunge ist. Das sind die Bläschen. Das heißt, der steckt in so einem elastischen Gewebe drin und macht immer die Bewegungen mit. Weiter beim Einatmen, enger beim Ausatmen. Jetzt haben wir hier einen, da ist schon allerhand passiert. Da ist eine ordentliche Entzündungsreaktion und die hat hier diese elastischen Verbindungen kaputt gemacht.
Sie alle wissen, wenn wir uns verletzen und wir bekommen einen Schnitt in die Haut, die war vorher elastisch, dann entsteht eine Narbe und die ist nicht mehr so elastisch. Das heißt, jedes Mal, wenn die Lunge so verletzt wird, wird sie auch ein bisschen steifer. Da haben wir diese Probleme. Und hier ist der viele Schleim. Und dieser Schleim müsste jetzt normalerweise abtransportiert werden. Denn die Lunge hat natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst zu reinigen. Schließlich atmet der Mensch ja am Tag ziemlich oft. Und da entsteht natürlich auch immer wieder, fliegt Dreck in die Lunge. Und wenn der bei jedem Menschen da drin bleiben würde, dann würde der Mensch nicht alt werden. Und deswegen haben wir Reinigungsmechanismen und das sind die Flimmerhärchen und man sieht sie hier. Die sitzen sozusagen, muss man unter dem Mikroskop schauen, sitzen die so in den Bronchien drin und die flimmern immer so. Jetzt, wenn irgendein Dreck hineinfliegt, dann flimmern die ganze Zeit schön langsam in die gleiche Richtung und irgendwann kommt es wieder oben raus. Und dann kann vielleicht ein Hustenstoß noch nachhelfen. Wie sieht es jetzt aus, wenn man diese Flimmerhärchen kaputt macht durch die Entzündung? Und hier ist das Zigarettenrauchen wieder eben eine wichtige Ursache. Dann besteht hier ein Chaos. Die gehen kaputt, sind Löcher drin und es können sich hier Bakterien ansiedeln. Die würden ja normalerweise auch rausgeflimmert. Deswegen, wenn die Flimmerhärchen gestört sind, haben wir das Problem, wir müssen den Schleim stattdessen abhusten. Das merkt der Patient. Und wir haben ein höheres Risiko, dass wir uns eine Infektion holen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was Schleimproblem eigentlich heißt. Und wir sehen jetzt, hoppala, hier mal eine Bronchoskopie, wo wir mal reinschauen bei einem Patienten mit COPD. Und jetzt sehen Sie, ich sehe jetzt erstmal nur Schleim. Aber dieser Schleim ist gar nicht schaumig, sondern der ist so zäh. Und Sie sehen, wie so Fäden zieht er sich hier aus den Bronchien raus. Und er zieht sich und wir saugen die ganze Zeit. Und trotzdem kriegen wir ihn ja kaum raus. Das heißt, der Schleim ist auch zäher als normal und hier sieht man, kann manchmal so zäh sein, dass man deswegen keine Luft bekommt und ins Krankenhaus zum Beispiel zu uns kommen muss, um den Schleim abzusaugen. Also das ist das Erste, was bei der COPD krank macht, nämlich der Schleim. Und hier haben wir den sogenannten Aha-Effekt für uns alle, für die Doktors. Und für die Menschen, die vielleicht noch nicht ahnen, dass sie krank sind. Nämlich immer Auswurf, Husten und Atemnot. Aha, das sollte auslösen, den Aha-Effekt. Jetzt muss ich mal nachschauen, wenn ich Auswurf, Husten, Atemnot habe, ist was mit der Lunge nicht in Ordnung. Und da muss man mal zum Doktor gehen. Und hier steht meistens sehr spät, das ist jetzt auch Ihr Verdienst oder der Verdienst solcher Veranstaltungen, dass es immer früher wird. Man passt mehr drauf auf. Als ich angefangen habe in Bayern, da hatten wir noch Patienten aus dem Bayerischen Wald. Die wurden uns mal geschickt, weil sie doch ihr Asthma vielleicht nicht so gut ist, nie behandelt. Und das war schon ein Endstadium der COPD. Das sehen wir heute nicht mehr. Heute sind wir besser dran. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem nächsten Punkt, nämlich was passiert jetzt mit den Atemwegen und der Lunge bei der COPD? Jetzt kommt die Bronchitis. Hier noch mal zur Erinnerung, der kleine Bronchus, der so elastisch aufgehängt ist. Hier diese viele Entzündung, die drumherum ist. Und das ist das, was dann übrig ist. Deswegen nennen wir diese Entzündung auch Small Airway Disease, das klingt irgendwie netter als Entzündung der kleinen Atemwege, klingt moderner, aber es ist damit gemeint. Also die kleinen Atemwege werden umgebaut, die entzünden sich und am Schluss sehen Sie es hier, da ist gar keine elastische Aufhängung mehr da und dieser kleine Bronchiolus ist so zusammengefallen. Und da geht natürlich die Luft dann nicht mehr so gut durch. Hier ist es nochmal dargestellt, beim Ein- und beim Ausatmen elastisch aufgehängt. Und hier sehen wir, funktioniert das nicht. Das heißt, die Luft kann zwar rein, weil sich es ja dehnt beim Einatmen, aber sie kann nicht mehr raus, weil dann die Lunge ja enger wird. Beim Ausatmen fallen also diese Atemwege zusammen. Und damit man das auch mal ein bisschen besser optisch versteht, habe ich Ihnen hier mal so ein Beispiel mitgebracht, wie das so aussieht. Dieser Patient wird jetzt aufgefordert, mal feste auszuatmen. Und Sie sehen gleich, was passiert hier. Sehen Sie, die ganze linke Seite komplett zugegangen. Ja?
der kann jetzt nur noch mit der rechten Seite atmen. Jetzt muss ich mal fragen, was tut man denn, wenn man Bronchialkollaps hat? Weiß jemand, was man dagegen tun kann? Lippenbremse, genau. Also es gibt mechanische Möglichkeiten und das werden wir heute noch sehen, wie man sich in der Situation helfen kann. Also erstes Problem der Schleim, zweites Problem, wenn die Bronchien so aufgeweicht sind, nicht mehr richtig aufgehängt sind und zusammenfallen. Und dann kommen wir zum Schaden an der Lunge selber, dem Emphysem. Was damit gemeint ist, ist, dass hier solche Blasen entstehen statt der Lungenbläschen. Das heißt, die Bläschen werden zerstört und dann entstehen so größere, nicht mehr nutzbare Säcke wie dieses hier, also richtige Blasen in der Lunge. Und man kann das dann auch im CT anschauen, wir werden ja noch was zur Diagnostik hören, aber Sie sehen jetzt hier immer da, wo schwarzer ist, ist Luft und da, wo es heller ist, ist Gewebe, hier ist zum Beispiel auch Blutgefäße. Und Sie sehen, hier sind die Löcher alle so außenrum, hier ist die ganze Lunge irgendwie befallen, hier sind immer wieder mal kleine Löcher drin und wieder mehr Lunge. Also es gibt hier auch verschiedene Typen, die für uns dann die Möglichkeit vielleicht haben, Ihnen bei der Therapie verschiedene Therapien anzubieten. Man kann das auch auswerten und sowas haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wo man dann einfach die Stellen, wo nur Luft drin ist und keine Lunge mehr, eben gelb macht oder rot macht oder grün macht, das steht einem frei. Wir machen es gerne gelb oder gold. Und da sehen wir, dass das Emphysem jetzt hier zum Beispiel mehr oben sitzt, aber hier zum Beispiel auch die ganze Lunge betroffen hat. Und natürlich zeigt uns das das Ausmaß der Veränderung und es gibt uns, da werden wir was davon hören, noch die Möglichkeit, eventuell durch Operation, Ventile und all diese Dinge etwas dran zu tun, dass so viel Lunge überbläht ist. Weil was passiert durch die Überblähung? Na, in Ruhe, sehen wir hier, merkt man noch nicht so viel. Aber wenn man sich belastet, dann muss man schnell atmen. Und wir kriegen die Luft ja rein, aber nicht mehr raus so richtig. Und wenn Sie schneller atmen müssen, dann pumpt man sich so auf wie so ein Maikäfer. Man atmet immer schneller ein und kriegt es nicht mehr richtig aus, weil die Zeit nicht reicht. Und das sehen wir hier und es tut sogar das Herz negativ beeinflussen. Und hier wollen wir es mal sehen, wie es beim Gesunden war. Sie sehen hier, die Lunge wird schön groß beim Atmen. Sie sehen, das Herz füllt sich und dann wird es wieder kleiner, wenn es das Blut ausstößt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier ist eben der Patient mit COPD, der ist so stark überbläht, dass sich das hier nicht mehr richtig bewegt. Und das Herz hat natürlich auch Nachteile davon, weil auch das Herz braucht ja Zeit, sich zu füllen und sich wieder richtig zu entleeren. Und das lernen wir gerade, dass das Herz eben auch wichtig für die Lunge ist. Wir können uns gut vorstellen, dass wir also die Schwierigkeiten, die die COPD macht, nämlich dass da Sauerstoff nicht kommt, dass Entzündung da ist, eine ganze Menge negativer Folgen hat. Nämlich erstens kriege ich natürlich keine Luft und wer keine Luft hat, wird in der Regel anfangen, sich zu schonen und dann wird er eventuell nicht mehr rausgehen und isoliert und am Schluss vielleicht depressiv. Er hat auch Herz-Kreislauf-Probleme, viele Begleiterkrankungen. Und hier ist es so wichtig, dass Sie in die Selbsthilfegruppe gehen, dass Sie rausgehen, dass Sie dagegen ankämpfen, weil das ist Ihre Aufgabe. Bleiben Sie fit. Ich habe immer gesagt, Erfolg geht aufrecht. Und das ist wichtig. Und hier sehen wir, was passiert, zum Beispiel mit der Muskulatur, COPD und normal. Und weil das so wichtig ist, haben wir heute noch zwei Vorträge, nämlich vom Dr. Teschler und Dr. Berchem über Lungensport und Rehabilitation. Dann gibt es natürlich weitere Erkrankungen, zum Beispiel die Osteoporose, aber ich möchte an der Stelle aufhören, weil wir auch noch mal einen extra Vortrag haben für die Begleiterkrankungen. Das ist wichtig. Was muss man sonst noch beachten? Jetzt kommen wir zu einem besonderen Fall, nämlich es gibt ja auch manchmal Menschen, die werden schon krank, obwohl sie noch ganz jung sind. Und das Besondere ist hier zum Beispiel der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Man nennt ihn auch Protease-Inhibitor-Mangel. Gut, also wir bleiben mal beim Alpha-1-Antitrypsin und Sie werden draußen auch sehen, da gibt es einen Stand, wo man sich nochmal informieren kann. Hier ist nochmal kurz dargestellt, der Schaden, die Zellen, die aktiv werden, die schütten Enzyme aus. Was machen Enzyme? Sie verdauen. Und wofür ist das gut? Nun, wenn Dreck in die Lunge fliegt und es entsteht eine Entzündung, dann wird das wegverdaut, dann entsteht eine Narbe und es verheilt wieder. Das ist also eigentlich sinnvoll.
Aber das Problem ist, dass wir natürlich, wenn die Reaktion losgeht, auch was brauchen, was die wieder bremst. Das heißt, das Enzym verdaut und wenn es fertig ist, kommt die Bremse und sorgt dafür, dass die Verdauung aufhört. Und wir können uns gut vorstellen, dass Patienten, wo das genetisch bedingt nicht funktioniert, da ein Problem haben. Und das habe ich Ihnen hier mal schön dargestellt. Wir sehen nämlich hier, dass normalerweise diese Verdauung, Elastase ist hier gelb, die Lunge zwar die Schäden verdaut, aber dann auch hier der Alpha-1-Antitrypsin blau da wieder dran bindet und das Ganze zum Stoppen bringt, rechtzeitig. Was passiert, wenn wir diesen Schutz nicht haben? Dann sehen Sie, kriegt die Lunge einen Schaden, sie wird immer, verwandelt sich immer mehr, die Lungenbläschen werden zu großen Blasen. Und das Ganze ist erblich. Und wenn man erblich sagt, dann muss man überlegen, was heißt das? Heißt es, dass jeder, der das hat, automatisch die Kinder das auch haben? So ist es nicht. Sondern das nennt sich hier rezessiv. Das heißt, nur wenn beide Eltern das haben, dann kommt das volle Bild zur Ausprägung. Weil man hat ja immer einen Teil der Gene vom Vater und einen Teil von der Mutter. Und insofern gibt es sehr viele Varianten, die existieren, vom Alpha-1-Antitrypsin. Und wir sehen hier, dass normalerweise wir diesen MM-Typ haben. Und dann gibt es statt MS oder Z oder 0. Und je nachdem, welchen Typ wir haben, kommt die Krankheit schneller oder haben wir ein hohes Risiko oder nur ein geringes Risiko. Das heißt, wir müssen zwei Dinge wissen. Erstens, haben Sie es überhaupt? Und zweitens, welchen Typ haben Sie? Und nur dann wissen wir, ob man es behandeln kann. Und wir sehen, dass es in Deutschland ungefähr 900 Fälle gibt, die aktuell in Behandlung sind. Wir denken, dass es vielleicht noch ein paar mehr gibt, wenn wir danach suchen werden. Ungefähr nur unter 1% der Menschen mit COPD haben diese genetische Variante. Und es ist immer dann auffällig, wenn es schon ganz früh losgeht, also 30. Lebensjahr. Dann muss man mal dran denken, testen Sie es. Was kann man tun? Man kann hier so über eine Infusion das ersetzen, aber was halt natürlich wichtig ist, dass das Zigarettenrauchen, was das Ganze ja anheizt, dass das in diesem Fall wirklich sicher unterbleiben muss. Und hier haben wir die Empfehlung, nämlich, dass jeder Patient mit COPD sollte wenigstens einmal in seinem Leben diesen Test gemacht haben, ob er genügend Alpha-1-Antitrypsin hat. Und wenn es zu wenig ist, sollte man nachschauen, ob er einen gefährlichen Typ hat oder einen harmlosen Typ hat. Das können Sie, wie gesagt, am Stand in der Industrie nebenan tun. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, nämlich Asthma. Asthma und COPD, gibt es das gemeinsam oder sind es zwei verschiedene Sachen? Oder war es so wie früher an der Uni, hat man mir gesagt, Frau Lang, warum wollen Sie Lungenarzt werden? Asthma und COPD behandelt man mit Theophyllin und Cortison und das bisschen Pneumonie kann jeder Internist. Und unterdessen haben wir die Pneumologie schon auf die Landkarte gesetzt, denn es ist deutlich mehr. Und wir sehen hier beim Asthma so einen Bronchus, der sieht auch zusammengekniffen aus. Das kann man sich schon vorstellen, da geht die Luft schlecht durch. Aber Sie sehen hier die kräftige Muskulatur. Das heißt, das Typische fürs Asthma ist, dass irgendwas Schädliches in die Lunge fliegt und dann macht der Bronchus einen Krampf. Und das lernt er beim Asthma immer besser. Je länger das geht, umso heftiger wird der Krampf. Aber wenn wir das Emphysem dazu anschauen, da ist ja die Lunge selber betroffen, die Elastizität weg. Das ist es nicht, sondern Asthma betrifft eben die Bronchien und macht diesen Krampf. Und hier sieht man das mal, wenn man hier reinschaut mit dem Bronchoskop, da wird es ordentlich rot und geschwollen, weil die Asthmaentzündung dort sitzt. Und hier ist mal eine normale Schleimhautprobe, hier oben die Flimmerhärchen, alles sortiert. Und hier ist das Chaos, was entsteht durch die typische Asthmaentzündung mit eosinophilen Zellen. Das ist das typische Bild beim Asthma. Typisch ist auch Schleim, genauso wie bei der COPD, nur ist der Schleim häufig so glasig und zäh. Aber da haben wir dasselbe Problem. Und es gibt verschiedene Ursachen und Formen und so das ganz Klassische, das wissen wir, ist ja meistens das allergische Asthma, was man schon früh hat, aber es gibt auch Sonderformen oder Mischtypen verschiedene Ursachen. Das würde jetzt zu weit führen, um darauf einzugehen. Wichtig ist nur, wenn man irgendwelche Allergien hat oder Allergene hat, dass man daran denken kann, dass ja auch beides vorkommen kann. Man kann ja zum Beispiel einen Asthmatiker haben, der hat nur ein schwaches Asthma gehabt, dann hat er geraucht, dann kriegt er eine COPD.
Oder das Asthma ist so schwer geworden, dass wir am Schluss nicht mehr genau unterscheiden können, was war das eigentlich? Ist das jetzt der Endzustand einer COPD oder eines Asthmas? Also Allergien weisen zumindest darauf hin, aber das hier finde ich sehr schön. Das hat so ein Kind mal gezeichnet aus Amerika, als man es gefragt hat, wie würdest du dein Asthma bezeichnen? Und das ist dieses Auf und Ab. Mal geht es richtig toll, gute Laune, dann kommt wieder der Infekt und dann geht es wieder richtig schlecht, dann gibt es Medikamente und dann geht es wieder aufwärts. Also Asthma hat diesen variablen Verlauf und die anfallsartige Atemnot, wenn irgendwas eingeatmet wird, wenn man es nicht verträgt. Und wir haben hier beide Gruppen nochmal so dargestellt und es ist klar, wenn man das wie einen Kreis sieht, gibt es eben auch eine Überlappung, wo sowohl das eine ist, also COPD, das ist meistens Rauchen, die Atemnot geht nicht mehr weg, es ist ja nicht variabel beim Asthma schon. Und die Entzündung ist ein bisschen anders als die Entzündung beim Asthma. Also es gibt schon Möglichkeiten, das auch auseinanderzuhalten. Aber an der Stelle bin ich nicht mehr dran, denn da kommt mein Folgeredner und der wird nochmal genau darauf eingehen, welche diagnostischen Möglichkeiten es gibt. Sage ich erstmal an der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus